Ja, guten Abend auch von meiner Seite. Das ist natürlich eine etwas undankbare Position bei diesen Temperaturen, bei denen man gut im öffentlichen Park sitzen könnte, über einige Zahlen zu reden. Ich will es trotzdem tun. Mir wurde sehr nahegelegt und daran will ich mich halten, mich möglichst kurz zu fassen. Insofern sind es wirklich eher eine kleine empirische Kurzintervention, weil sonst wir, glaube ich, das nur schwer durch den Abend tragen. Ja, die Frage des Vertrauens ist doch eigentlich so simpel. Vertrauen Sie der Politik? Vertrauen Sie darauf, dass die Politik, die politischen Akteure die Fragen beantworten, gestalten, die gestaltet werden müssen, damit wir auch in 5 oder 10 Jahren hier so schön zusammensitzen? Das klingt trivial, diese Frage, und doch ist es, glaube ich, ein Kern dessen, was wir hier bereden müssen, wenn wir über die Frage der Gestaltung von Institutionen und von Infrastrukturen reden. Weil es sind ja doch die politischen Akteure, die zuvorderst dafür verantwortlich sind, dann auch, wir hatten ja gerade gehört, auch natürlich mit zivilgesellschaftlichen Akteuren, aber eben doch zuvorderst die politischen Akteure in den Parteien, in den Parlamenten, die dafür verantwortlich sind, dass salopp formuliert der Laden läuft. Deswegen meine Eingangsthese, um diesen Fragen nachzugehen, so simpel wie auch leider so herausfordernd: Politik braucht Vertrauen. Vertrauen, um eben auch tatsächlich zu gestalten. Diese Überlegung ist dann wichtig. Wir hatten vorhin auch Fragen Mehrheiten, also Machtfragen diskutiert. Die ist natürlich in der Politik wichtig. Aber wenn wir über das Verhältnis von Bürgern und Politik reden, dann geht es nicht so vorrangig um Macht, sondern tatsächlich um dieses Vertrauen. Da ist Vertrauen die Währung, die sich auszahlt. Wer vertraut wem? Später übersetzt, wer wählt wen? Das ist richtig, aber erstmal ganz grundlegend, wer vertraut wem? Weil dieses Vertrauen ist die zentrale Ressource, die wir brauchen, wenn wir Krisen bewältigen müssen als Gesellschaft, wenn wir Herausforderungen, wenn wir, und das ist ja die große Frage der Zeit, Transformationen bewältigen wollen oder müssen. Also Vertrauen als Ressource, um mit und auch für die Gesellschaft Veränderungen, Veränderungsprozesse zu begehen. Dafür braucht Politik das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger, das Vertrauen darauf, dass die Politik kluge, vernünftige und auch weise Entscheidungen trifft. Das ist die Überlegung. Und nur wenn wir feststellen können, dass dieses Vertrauen besteht, dann lohnt es sich eigentlich auch den nächsten Schritt, nämlich zu gehen und dann über die tatsächliche Ausgestaltung von Institutionen, Infrastrukturen zu reden, weil ohne Vertrauen ist alles nichts und kann nichts funktionieren. Nebenbemerkung an der Stelle, natürlich brauchen wir Vertrauen, wir brauchen, und das kam ja schon ein bisschen durch, wir hatten die Beispiele gehört, nicht nur das Vertrauen in die Politik sollte dieses Vertrauen auch nutzen und tatsächlich auch handeln, und wir hatten ja gerade Beispiele gehört, wo Ideen auf den Tisch liegen und halt nichts passiert. Also das ist natürlich noch eine weitere Bedingung, also das muss man natürlich im Hinterkopf behalten. Warum brauchen wir dieses Vertrauen? Ganz einfach, weil das entlastet uns als Bürgerinnen und Bürger, mich persönlich, aber auch alle hier im Raum, die nicht selber an der Front der Politik stehen, weil wir Aufgaben an die Politik delegieren, ganz einfach, und dann davon ausgehen, dass sie ihren Job gut machen. Wir können, wir wollen auch gar nicht alles im Detail kontrollieren. Das würde uns überfordern, das überfordert uns durch die Komplexität, durch den Zeitaufwand. Wir im Sinne von die normalen Bürgerinnen und Bürger haben ja auch anderes im Leben zu tun, als Politik zu machen. Ich erinnere an den Park. Insofern dieses Vertrauen ganz elementar. Das ist nicht ganz neu. Vor allem auch nicht ganz neu, aber ich glaube besonders offenbar im Moment, dieses Vertrauen ist ein wenig erschüttert. Da sehen wir in den letzten Wochen, Monaten, Jahren sehr deutlich, wenn wir an die Wahlen denken, Stichwort Rechtspopulismus, Antisystemparteien, da sehen wir bei der extremen Unzufriedenheit mit dem Regierungshandel in vielen Umfragen, da sehen wir ein Stück weit auch in Europa mit dem Massensterben der Volksparteien, und das sehen wir ganz aktuell im Deutschlandtrend. Ich habe das mal mitgebracht, das ist ein wenig beunruhigend, so zum harten Einstieg in den Abend. Fast die Hälfte der befragten Bürgerinnen und Bürger ist der Meinung, dass die Politik nicht mehr in der Lage ist, die Parteien nicht mehr in der Lage sind, wirklich Antworten auf relevante Zukunftsfragen zu geben. Das sollte uns zu denken geben, wenn hier die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger nicht mehr darauf vertraut, dass die politischen Akteure liefern. Und das, obwohl wir ja über Fragen diskutieren, die fundamental sind. Das eine ist der Bereich Klima, Umwelt, das andere ist, und da sind wir genau beim Tagungsthema, die Frage der Infrastruktur. Was sind denn die Debatten, die gerade prägen? Das ist die Frage Verkehr, das ist die Frage Mieten und Wohnen, das ist die Frage von Schule, Bildung und sozialer Teilhabe in der Gesellschaft. All das hängt ja mit Infrastrukturen zusammen, und hier bei diesen Zukunftsfragen offenbar gibt es ein gewisses Vertrauensproblem. Das klingt erstmal nicht so schön. Ich will es aber, wir hatten es gerade im Panel schon gehört, am Ende ein bisschen positiver framen und ein paar Indikatoren zeigen, warum es vielleicht nicht ganz so schlimm ist, aber warum trotzdem viel zu tun ist. Wie steht es denn jetzt also um das Vertrauen in die Institutionen im Land? Ich will erst
kurz über Institutionen und dann etwas über Infrastrukturen und öffentliche Einrichtungen sprechen. Das Ganze, Ola hatte es gerade angekündigt, ist gerahmt von größeren Projekttätigkeiten hier im Haus, weil das natürlich Fragen sind, die uns als politische Stiftung, als politischer Bildner durchaus immer wieder beschäftigen, schon länger beschäftigen. Wir hatten Fokusgruppen, wir hatten Expertenrunden, wir hatten, und daraus kommen die Daten, repräsentative Telefonbefragungen im Feld. Also insofern verschiedene Facetten, Annäherungsweisen, dann immer dieselbe Frage, wie steht es eigentlich um das Vertrauen in die Institutionen, Infrastrukturen im Land und was ist dann der zweite Schritt, die Ableitung daraus. Bleiben wir bei Institutionen. Zunächst mal, ich will nur eine rausgreifen, wenig überraschend, weil das, glaube ich, die zentrale Institution ist, Parteien. Parteien sind deswegen so zentral, nicht nur, weil wir eine parteinahe Stiftung sind, das ist der Nebenaspekt, sondern vielmehr, weil Parteien die zentrale Schnittstelle zwischen Bürgerinnen, Bürgern und Staat, / Politik sind. Und Parteien, ich verrate nichts Neues, haben in Deutschland einen traditionell schlechten Ruf. Seit gut 100 Jahren, wenn nicht noch schon länger, seit es Parteien gibt, sind die relativ schlecht im Ruf. Aber ich glaube, hier steht sozusagen ein Missverständnis im Raum. Weil tatsächlich, und das zeigen unsere Zahlen und das zeigen auch andere Untersuchungen, eigentlich ist es gar nicht so schlimm, wie oft in den Medien berichtet wird. Weil wir müssen einfach etwas genauer hinschauen. Ich könnte Sie jetzt fragen, vertrauen Sie der AfD? Ich sehe jetzt niemanden aufzeigen. Ich könnte Sie fragen, vertrauen Sie den Grünen, dass die eine oder andere Partei gute Lösungen anbietet? Ich glaube, das Ergebnis ist unterschiedlich hier im Raum, je nach Partei, je nach Abfrage. Das zeigt doch ganz einfach, dass wenn wir nur nach Parteien fragen und der Frage, die meistgestellt wird, ob man Parteien vertraut, dann irgendwie eine Summe von allen Parteien bilden und dann zu einem relativ schlechten Ergebnis kommen. Weil natürlich bei 6, 7 Parteien, die Relevanz in dem Parlament, einer Partei üblicherweise vertraut man, den anderen eher nicht, weil man wählt ja auch nur die eine Partei. Und das zeigt sich sehr deutlich hier. Wenn wir das so generell abfragen, sieht es sehr schlecht aus. Wenn wir aber fragen, ob die Partei, die einem nahesteht, die man gewählt hat zuletzt, ob man der vertraut, dass sie gute Politik macht, dass sie Lösungen anbietet, dann sieht das Bild schon deutlich positiver aus. Das ist auf der Habenseite, warum Parteien noch nicht ganz verloren sind. Zumal auch wir dann noch mal schauen können, dass grundsätzlich die Funktionszuschreibung, dass Parteien die relevanten Akteure sind, die gestalten sollen, die Politik machen sollen, die dafür da sind, dass Demokratie im Lande funktioniert. Bei diesen grundsätzlichen Fragen finden wir Zustimmungswerte auch in unseren Daten von um die 90%. Das heißt, übersetzt, im Kern ist durchaus akzeptiert, dass Parteien als Institution zentrale Akteure der Demokratie sind. Sie sollten aber mal wieder anfangen, Politik zu machen, zugespitzt formuliert, und inhaltliche Angebote zu liefern. Wir hatten da vorher den Deutschlandtrend gesehen, es gibt kaum Parteien, denen es gerade gelingt. Das ist also eine relativ komplizierte Gemengelage bei den Institutionen. Wir haben die Institutionen, sie sind grundsätzlich akzeptiert. An der Qualität der Performance hapert es gerade. Und auch das hatten wir gerade schon diskutiert. Wie wird das offenbar sichtlich, wenn wir die letzten Wochen, etwa den Europawahlkampf, aber auch davor anschauen, dann waren es ja nicht die Parteien, die die entscheidenden Debatten betrieben haben. Das waren teilweise die Medien, man denkt an die Österreich-Frage. Das waren aber vor allem zivilgesellschaftliche Akteure. Relevante Debatten finden kaum gerade in Parteien statt, sondern außerhalb der Parteien. Das ist natürlich für die Gestaltungsfrage durchaus ein Problem. Insofern gut, dass wir hier in der Schnittstelle einer Stiftung vielleicht diese Fragen voranbringen. Jetzt will ich nicht zu lange über Parteien reden, ich will Parteien ein wenig in den Kontext setzen, weil natürlich wir noch andere relevante Institutionen haben. Sie müssen nicht alles lesen können oder wollen, das wäre zu viel des Guten an diesem Abend. Ich will nur 3 Dinge kurz rausstellen. Institutionen, die in Deutschland immer, und zwar auch bei grünen Wählern interessanterweise, hohe Vertrauenswerte haben, sind die Polizei und die Gerichte. Das ist schon lange so, das ist relativ stabil, da ändert auch der eine oder andere Skandal relativ wenig. Auch ganz gut noch dastehen, auch das für uns nicht unwichtig, sind öffentlich-rechtliche Medien. Auch in diesem Bereich arbeiten wir sehr viel. Ein Problem, das sehen Sie hier aber recht gut, haben wir in den zentral demokratisch gewählten, verantwortlich gestaltenden Institutionen. Das sind die Parlamente, das ist die Regierung und schon angesprochen die Parteien. Da sind die Zustimmungswerte, die Vertrauenswerte deutlich schlechter. Das heißt, wir haben eigentlich schon durchaus Bereitschaft, auch Institutionen, die ja immer sehr abstrakt klingen und man denkt, was ist denn bitte diese Institution, zu vertrauen. Aber bei denen, die für uns als Demokratie so wichtig sind, da ist es schon etwas durchwachsener, das Bild. Die Gründe, ich kann sie nicht alle ausführen, sind vielfältig. Da spielen natürlich externe Gründe rein, wie die Schwierigkeit, noch nationalstaatlich Politik zu betreiben in Zeiten von Europäisierung, Globalisierung.
Das spielt mit rein, in gewisser Weise, auch dieses Dilemma wurde schon angesprochen, die Folgen dessen, dass Bürgerinnen und Bürger heute viel anspruchsvoller sind, was die Teilhabe angeht, was die Beteiligung angeht, was auch die Qualität der Politik angeht. Das spielt rein, auch das nicht ganz neu, die Entkopplung von politischen Akteuren und Gesellschaft, also eine zunehmende Politikdistanz, die ja auch breit diskutiert wird. Und ein Stück weit, auch das hatte ich schon angesprochen, diese Frage der Politikverweigerung, dass gewisse Parteien offenbar gerade lieber sich streiten, als zu handeln. Das ist also wenig hilfreich. Gehen wir ein Bild weiter zu eher anderen Institutionen, Infrastrukturen, Fragen, die uns alle bewegen. Auch darüber haben wir gesprochen, etwa die Schule. Auch hier sehen wir Institutionenvertrauen in die gute Arbeit von diesen Institutionen ist sehr durchwachsen. Es gibt Bereiche, Freizeitvereine ist ein Sonderfall, aber Kindergarten oder auch die Post sind relativ gut noch dastehend. Aber schon der Vergleich Kindergarten versus Schule, da ist ein Abfall an Vertrauen. Darüber müssen wir reden. Warum sind Kindergärten noch relativ gut beleumundet, die Schulen aber nicht? Und wir hatten gerade über die Frage, kann ich durch Berlin gehen, über öffentlichen Nahverkehr reden? ÖPNV, bundesweit hier repräsentativ gefragt. Wir sehen, da ist kein großes Vertrauen. Von der Bahn braucht man gar nicht reden, wir wissen warum. Wir müssen das aber bedenken, weil das ist tatsächlich ein Problem, da werden wir gleich, glaube ich, im nächsten Panel drüber reden, warum gewisse für uns so wichtige Institutionen so schlecht beleumundet sind, so wenig Vertrauen genießen, weil das natürlich ein Riesenproblem dann auch ist. Die gute Nachricht ist aber, und ich komme zum dritten Teil, es ist nicht ganz so schlimm, weil Reformen sind möglich und das zeigen unsere Daten sehr deutlich, Reformen werden auch mitgetragen. Wir haben das, hatte ich angesprochen, verschiedentlich diskutiert. Zum einen diese Frage demokratische Institutionen, Parteireform, Parlamentsreform, das will ich jetzt nicht ausführen. Wir hatten aber auch schon viel in Experten- und Fokusgruppen oder eben auch in der Befragung dazu gearbeitet, wie denn öffentliche Institutionen, öffentliche Infrastrukturen erneuert und vielleicht auch wieder belebt werden können. Die Herausforderungen sind bekannt, Stichwort einstürzende Neubauten, Sanierungsstau bei Schulen. Was wir gerade wirklich wortwörtlich merken, ist doch, dass uns die Bildungsexpansion der 70er auf die Füße fällt, weil die Gebäude damals gebaut, lange nicht saniert, jetzt bröckeln, gesperrt werden. Wenn wir an die Hochschulen gucken, die in den 60er, 70ern gebaut wurden, dann werden die gerade reihenweise entweder saniert oder aber abgesperrt, weil Sanierung gerade nicht geht. Das ist also tatsächlich ein riesen infrastrukturelles Problem. Und die Berliner Schulen, wer Kinder hat, kennt die Lage, da geht auch noch was. Im besten Fall haben wir veraltete Infrastrukturen, im schlechteren Falle, denken wir in den ländlichen Raum, haben wir gar keine Infrastrukturen. Also insofern sind da tatsächlich Handlungsbedarfe evident und das erfordert zum einen politische Entscheidungen, das erfordert zum anderen aber auch, das lässt sich nicht leugnen, gewisse massive Investitionen. Reform, Sanierung von vor allem Stahl, Beton, Peter hat es angesprochen vorhin, kostet nun mal Geld, umsonst kann man es nicht machen. Und das wirft ja die einfache Frage auf, ob denn die Bürgerinnen und Bürger diese Investitionen eigentlich mittragen. Gerade in diesen Wochen, wo wir jetzt darüber diskutieren, nicht, dass das Geld vielleicht knapper wird, aber dass es vielleicht weniger reichlich wird, Stichwort Haushaltslage und Entwicklung der Konjunktur. Und die Antwort, und das ist die positive Botschaft, ja, es ist eine ganz große Bereitschaft, das zeigt unsere Befragung da, dass Institutionen, dass Infrastrukturen bevorzugt, wenn Geld ausgegeben werden soll, bedacht werden soll. Fast zwei Drittel sagen, dass im Kern wir doch bitte jetzt unbedingt mal in die Infrastrukturen gehen müssen, dass wir hier investieren müssen, wenn wir denn investieren. Und auch das ist spannend, man kann es kaum lesen, aber es ist, glaube ich, wirklich ein entscheidender Punkt. Das gibt hier einen ganz klaren Zusammenhang etwa mit dem Alter. Die Jüngeren der Befragten sind hier noch deutlich zustimmender. Das überrascht auch nicht ganz, weil wer sitzt denn in der Schule, in der Hochschule und merkt, wie drumherum der Beton bröckelt? Da ist sozusagen ganz klar, die jüngere Generation, die jüngeren Kohorten wollen umso wichtiger, dass hier das wiederhergestellt wird, was die letzten 20, 30, 40 Jahre sozusagen auf Verschleiß gefahren wurde. Und wir sehen, und es greift nochmal die soziale Frage auf, auch hier in dem unteren Bereich, dass hier ganz klare Abhängigkeiten zur Bildung sind und zur sozialen Zufriedenheit. Je höher die Bildung, je höher die Zufriedenheit, desto größer die Bereitschaft, in Infrastrukturen zu investieren. Das ist klar, weil das Gegenmodell hier die direkten Transfers sind. Aber das zeigt, dass diese Infrastrukturfrage nicht nur für das Zusammenbringen von verschiedenen Milieus so relevant ist, sondern auch in der Frage der Politikübersetzung, in der Kommunikation, dass wir da reingehen wollen, auch hier die soziale Frage sozusagen in der Begründung und in der Erklärung nochmal mitgedacht werden muss.
Ich glaube, diese Eindrücke könnten uns helfen, jetzt für die Debatte auch zu fragen, wo soll es eigentlich hingehen, wo soll investiert werden, was muss getan werden. Das ist mein erster kleiner Eindruck. Alles Weitere kommt dann im Herbst, wenn die Studie in deutlich differenzierterer Weise ausgearbeitet ist. Zusammengefasst, ich glaube, wir sollten in die Debatten reinnehmen. Das Vertrauen in die Institutionen ist durchwachsen und bröckelt, weil sie unter anderem dringend wieder gestalten sollen. Aber das Grundvertrauen, die Bereitschaft in Institutionen vertrauen, ist ungebrochen im Lande. Also das Potenzial ist da, man sollte es nur wieder heben. Und dritter Punkt für die Frage der Infrastrukturen, die Bereitschaft, in Infrastrukturen zu gehen und dort die möglicherweise knappen Mittel zu investieren, die ist bei einer ganz großen Mehrheit der Bevölkerung da. Auf dieser Grundlage wünsche ich uns eine schöne Debatte. Vielen Dank.